Hier ist der Trainer des HSV. Hier ist Bruno Labbadia. Sieg für den Hamburger SV. Ja, gegen einen der Lieblingsgegner, gegen Borussia Dortmund. Lassen Sie uns nochmal schnell eintauchen, zu Beginn der Sendung auch in die schönen Tore. Man ist ja vorm Spiel immer nicht so ganz sicher als Trainer, glaube ich, ob es heute so richtig gut läuft. Aber spätestens beim 1-0 hatte man schon das Gefühl, heute kann was gehen, ne? Wir haben eine Top-Leistung abgerufen. Ich denke, man sagt uns ja voraus, dass es unser Lieblingsgegner ist, aber in dem Fall dieses Mal war es für uns was Besonderes, weil einfach Borussia Dortmund in diesem Jahr sehr, sehr stark ist, ja, ich glaube, 7 Spiele in Folge gewonnen hatte und wir wirklich auch in der ersten Halbzeit vor allen Dingen eine klasse Leistung gebracht haben, nicht nur leidenschaftlich und kämpferisch, sondern auch fußballerisch, und das war ein richtig schöner Schritt für uns. Wir müssen noch über Superman reden. Superman sogar. Wie finden Sie die Nummer? Witzig. Ja? Also ich finde, das gehört ja heutzutage. Superman schlägt Batman. Ja, genau. Also ja, es passt zu ihm, ne, dass er sich immer wieder was einfallen lässt. Ansonsten eigentlich hält er sich so ein bisschen zurück. Erst wenn er auftaut, haut er dann auch mal so einen Spruch raus. Und ja, ich fand das einfach eine klasse Idee. Ich habe es aber ehrlich gesagt im Spiel gar nicht mitbekommen. Und habe es dann nochmal in den Wiederholungen gesehen. Er ist ja sehr fit, so wirkt er zumindest jetzt. stimmt eigentlich die Geschichte, hat mir vorhin jemand noch kurz vor der Sendung erzählt, ja. Sie würden den morgens, weil Sie sind, natürlich sieht man ja, also immer morgens aktiv, mindestens eine Stunde beim Laufen, holen Sie den morgens mal schnell ab? Ja, immer, das wär nicht gut für ihn. aber es ist ja so, als ich die Mannschaft übernommen hatte, habe ich überlegt, wie kannst du den einen anderen noch mal so ein bisschen packen. Und bei Pierre war es so, dass er 2 Tore gemacht hatte gegen Augsburg. Und ich gedacht habe, okay, dass er wirklich auf dem Boden bleibt und auch, dass er wach bleibt, habe ich dann gesagt, du, ich bin am freien Tag übrigens, bin ich um 7 Uhr vor deiner Tür. Er wohnt nicht weit von mir entfernt. Und ich war echt gespannt, ob er es ernst nimmt und ob er um 7 Uhr dann da auch sofort runterkommt. Und ich habe um 7 Uhr geklingelt und er kam 2 Minuten später runter. Also haben gut getan. Ja, vielleicht könnte da ja was passieren, wenn er noch einen, sagen wir mal, noch wirkungsvolleren Sturmpartner bekäme. Es gibt ja hier in Hamburg den Herrn Kühne, der offensichtlich so eine Spendierhose im Keller wiedergefunden hat und ihn ja angeboten hat, der stünde bereit, wenn der HSV den Mut endlich habe, einen wirklich großen Spieler hierher zu holen. Ich nehme mal an, Sie haben über das Wochenende schon mal die Namensliste durchgearbeitet. Haben Sie bei Ronaldo angefangen und sind dann über Messi wo gelandet? Ja, ich habe schon überlegt, ob ich den LKW miete von uns und mit dem LKW zu ihm nach Hause fahre und dann das Geld mitnehme, was wir gebrauchen können. Weil wir bräuchten einen LKW dazu. Nein, es ist Spaß beiseite. Es ist so, er ist ja bekannt als jemand, der den Verein auch unterstützt, immer total. Wieder. Nein. Also wenn er das jetzt anbietet und man das ernst nehmen würde, dann müsste man doch wirklich drüber nachdenken. Also glauben Sie mir. Ich bin morgens stehe ich bei ihm auf der Matte, wenn die Möglichkeit da ist. Also überhaupt keine Frage. Gibt es ein konkretes Vertragsangebot des Vereins auf Verlängerung? Noch nicht konkret, weil wir. Da muss ich jetzt wieder an meinen Pressesprecher denken, weil er wieder lachen wird. Wir haben bis jetzt wirklich noch keine Zeit gefunden. Aber ich möchte gerne was dazu sagen. Also, das hoffe ich. Zum Beispiel, Sie bleiben gerne hier und wollen noch länger bleiben. Ich glaube, das habe ich schon oft gesagt, aber ich saß vor 6 Jahren mit Ihnen hier, in der gleichen Halle, und ich glaube, einen Monat später, kann man ja sagen, bin ich davon gejagt worden. Ne? Also ich hatte einen 3-Jahres-Vertrag. Also, was nicht an unserer Sendung lag, muss ich betonen. Ja, ich weiß noch nicht ganz, Aber nein, es ist. Sie müssen ja sehen, damals bin ich an Platz 7 entlassen worden und Europa League Halbfinale, was mich sehr, sehr getroffen hat. Weil ich, verstehe ich. Sie müssen immer sehen, wenn Sie als Trainer, und das war meine zweite Bundesliga-Station, wenn man dann in den Olymp mit aufsteigt, nämlich ein internationales ein Endspiel zu spielen, europäisch, dann ist das natürlich auch für einen Trainer etwas ganz, ganz Besonderes. Und das ist mir damals genommen worden. Ja? Diese Zeit danach hat mich unglaublich viel gelehrt. Also ich kann Ihnen sagen, dass
Damals habe ich gedacht, ich bin unentbehrlich. Deswegen gehe ich auch mit diesen Lobeshymnen relativ entspannt um. Ich freue mich natürlich. Ich glaube, jeder Mensch, der Lob bekommt, freut sich darüber. Das ist überhaupt keine Frage. Aber ich gehe entspannt damit um und weiß, wenn ich morgen nicht mehr da bin, dann dreht sich das Rad weiter und dann kommt der Nächste. Ja, also deswegen, das ist das eine. Das Zweite für mich, warum wir bis jetzt noch nicht so konkret geworden sind, war ein Schutz für den Verein. Ja, weil, glauben Sie mir, ich kenne auch die Finanzen. Und was nützt, so teuer? Nee, aber, was nützt das, wenn ich jetzt in der Phase, wo es noch nicht klar ist, wie es läuft, dann ein paar Jahresvertrag mache und der Verein, also es war ein Schutz gegenüber dem Verein. Und die dritte Sache, und das ist auch entscheidend, ich brauche keine Sicherheit mehr, also was das betrifft, wissen Sie, weil ich einfach weiß, für mich ist entscheidend, dass ich arbeiten kann und dass ich es so machen kann, wie ich es möchte. Aber was nützt mir jetzt ein langfristiger Vertrag und in ein paar Monaten sagt man, ist doch nicht so. Vielen Dank erstmal an Bruno Labbadia. Wir wünschen Ihnen persönlich weiterhin alles Gute und danke auch, dass die Stimme durchgehalten hat. Bruno Labbadia, meine Damen und Herren, im Audi Star Talk. Ich sage herzlichen Dank und bis zum 8. Dezember dann mit Ralf Hasenhüttl vom Sensationsaufsteiger FC Ingolstadt. Schönen Abend. Danke, Hamburg.